Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid in meiner Upcycling Naturwerkstatt. Ich möchte gerne mit euch Kerzendeko machen. Kleine Kränze habe ich schon vorbereitet mit Naturmaterialien, dann aufgefüllt, einfach simpel, schnell für eine tolle Tischdeko oder für ein kleines Mini-Geschenk, so wie du das meinst. Und vielleicht interessiert es dich und wir können zusammen kreativ sein. Du brauchst dazu nicht viel, vielleicht alte Formen, gehen aber auch kleine Tellerchen, Korken. Meine Idee, wie man das am besten befestigen kann, mit Tipps und Tricks gibt es natürlich dazu. Und dann legen wir einfach mal los. So, jetzt habe ich viel vorbereitet, die Kerzen sitzen. Teilweise habe ich sie so ein bisschen angeräuchert wegen so einem Nostalgie-Flair. Kränze gewickelt in verschiedenen Größen. Und jetzt fülle ich das aus mit Heu oder anderen Koniferen. Immergrün und dekoriere weiter. Wie befestige ich sicher Kerzen zum Ausdekorieren ohne Kerzenständer? Einfach gemacht, simpel gemacht mit Tipps und Tricks für Stumpenkerzen, für Stabkerzen, klein und groß. Und so einfach geht's. Ihr seht, hier liegt nicht viel. Ich habe alte Backförmchen aus Metall in Korken. Ein Holzbrett und dann schneide ich den Korken einfach mal mitten durch. Vorsichtig, Messer ist scharf. Ein Korken geht wirklich am allerbesten, egal welches Material. Und dann habe ich hier einen guten Kleber. Heißkleber funktioniert nicht, weil es muss wirklich bombig sitzen. Und da muss so ein Kraftkleber dabei oder ein Silikonkleber oder gleich Silikon. Falsche Seite genommen, aber egal. Sieht man da nicht. So. Na, und dann kleben wir das auf. Die Tobe will wieder mehr als ich. Wichtig ist dabei, mittig, und es muss über Nacht trocknen und es muss beschwert werden, dass da wirklich Druck drauf kommt. Ich nehme da mal den Holzteller, lege den oben drauf und noch was Schweres, eine Wasserflasche oder so, und dann muss es trocknen, wie gesagt, über Nacht. So, wie geht's weiter? Ich habe schon mal eine Kerze hingestellt. Auch das ist eine Bastelidee von mir. Mit vielen anderen Sachen. Und dann habe ich einen wirklich stabilen Draht. Einen richtig stabilen, aber sehr dünnen Draht. Kerzen. So, und die will ich ja da drauf kriegen. Und dann mache ich das so. Ich mache den Draht heiß. Ich lasse den erstmal lang. Richtig heiß, 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 heiß. Und dann stecke ich mir den in die Kerze hinein. Ja, auch nicht heiß genug. Der geht nicht weit genug rein. Aber Prinzip ist erstmal verstanden. Wirklich weit reinschieben und dann abzwicken vorsichtig. Und dann zeige ich, wie es weitergeht. Und ich mache es jetzt nochmal heißer und nochmal neu rein. So, ich zwick den Draht dann ab. Nicht länger, als wie der Korken lang ist. Rest kann ich natürlich da noch nehmen. Wenn ihr das Verfahren macht, bei Stumpfkerzen müssen zwei oder drei Drähte reingemacht werden und die dann festgesteckt. So, und dann nehme ich entweder einen Mini-Bohrer oder eine dicke Nadel. Den Draht kann ich schwer nehmen, weil der würde sich verbiegen. Und dann mache ich mir ein Loch hier rein. Bisschen Kleber dann. Und dann stecke ich die Kerze ganz, ganz feste in den Korken hinein. Wenn ihr hochwertige Stumpenkerzen habt und wollt das auch ausführen, nehmt wirklich den feinsten Bohrer, den ihr habt, und bohrt vorsichtig vor. Nicht, dass denen was passiert, wäre schade drum. Bei so kleinen Kerzen geht es bombig. Man muss nur ein bisschen Geduld haben, bis es heiß ist. Löcher habe ich schon gemacht. Upsi,
Sorry. Und dann mache ich manchmal also ganz gerne noch mal ein bisschen Kleber dran und dann ab hinein in den Korken. Das mit dem Korken ist meine Idee. Was auch ganz gut geht, wenn ihr vielleicht, so blöd wie es sich anhört, eckige Perlen habt, die aufliegen. Nicht runde, sondern eckige gibt es ja, ne? Also die zwar in sich rund sind, aber eine flache Seite haben, wie halt der Korken hier. Die kann man auch nehmen, wenn man sie wirklich gut anklebt. Und dann, wenn das Loch größer ist von der Perle, das mit Kleber ausfüllt. Ist ja kein Problem, dann immer ein bisschen mehr Heißkleber und gut hat sich die Sache dann. Und so geht das ganz einfach, Kerzen einfügen. Noch eine Idee. Wenn ihr zum Beispiel eine Kastenform habt, zum Backen, die Brotform aus Metall, dann kann man innen rein ein Holz legen, reinkleben oder richtig verkeilen, feine Löcher bohren, die Kerzen auch und Draht versehen, wie gesagt, Stumpenkerzen, drei Drähte, wie so ein Dreieck, auseinandergesetzt, die kleinen hier eine, und dann kann man die auch in das Holz einstecken, muss natürlich länger sein, ne, so lang, und das ausdekorieren, wie ich das hier mache. Und das ist jetzt erstmal meine Idee, um Kerzen zu befestigen. So, natürlich kommen wir auch zum Dekorieren. Ne? Nehme ich mir jetzt eins. Und dazu nehme ich ganz gern Moos. Man kann aber auch Futterheu nehmen und das ein bisschen kleiner schneiden und einbringen, einkleben. Ihr müsst nur immer extrem aufpassen. Es ist eine Kerze und das Zeug, was man hier verwendet, brennt gerne. Also aufpassen. Und Kerzen nie alleine lassen. Bei uns ist schon von klein auf von den Kindern her die Regel, wer als letztes aus dem Zimmer geht, macht die Kerzen aus. Und wenn es nur 2 Minuten auf die Toilette ist, Kerzen werden trotzdem ausgemacht. Und das hatten wir auch mal bei Freunden, weil da war es nicht so. Die haben sich das dann abgeguckt. Wir waren ja zu Weihnachten eingeladen und jeder hat dann irgendwann die Küche verlassen. Und der letzte hat sich dann irgendwie festgequatscht und dann ist der Adventskranz abgebrannt und da hat der ganze Tusch schon in Flammen gestanden. Da hatten wir nur Glück, dass wir es noch mitgekriegt haben. So, hier sitzt das Moos drinne, Kerze sitzt sicher und jetzt habe ich hier noch eine Ranke vom Efeu. Die Kerze mache ich jetzt mal aus, ist ein bisschen, wie soll ich sagen, gefährlich, wenn ich darum hantiere. Nur eine Ranke. Und die will ich mir zum Mini-Kranz zurecht machen. Die wickle ich mir erstmal um die Finger. Blätter alle runter. Müssen wir ein bisschen nach hinten gehen. So, und dann fange ich an und wickel die ineinander. Das geht ganz toll mit Weide. Mit Efeu. Auch im Winter geht Efeu super. Himbeerranken, Brombeerranken ohne Dornen. Wilder Wein, Clematis ist super. Aber im Winter findet man meistens dann eher Efeu und der ist ja total einsetzbar für sowas. Und dann wickle ich mir das alles rundherum. Das ist jetzt nur eine einzige Ranke. Es gibt bei mir auch extra Videos, nur mit Grenzen, Naturgrenzen ganz vielen Formen und Materialien für Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Mit Draht, ohne Draht. Upcycling, Strohrohlinge mit Heu und vielleicht könnt ihr mal gucken auf meiner Startseite in den Playlist. So, und jetzt habe ich so einen süßen kleinen Kranz fertig. Ausgefüllt habe ich sie jetzt, auch ein bisschen fixiert mit Kleber. Kränzchen sind fertig und jetzt kommt die spezielle Deko noch dazu. Als erstes lege ich dann, nicht bei allen, aber bei den meisten, ein tolles Kränzchen ein. Kann man auch ganz toll als Nester dann verwenden, für Ostern zum Beispiel. Und da hat man eine ganz tolle Grundlage und kann weiter drauf arbeiten.
Wie gesagt, ich arbeite am liebsten mit Naturmaterialien. Gräser, Hagebutten oder rote Perlen gehen natürlich auch. Zapfen verschiedene Größen. Und die Kränze, die ich schon mal vorbereitet habe. Hier ist mal ein bisschen ein größerer. Den lege ich nur auf. Naturkranz. Immer dran denken. Es hieß schon, meine Kränze sind manchmal so wahnsinnig unförmig. Ja, solche so. Manche so, manche so. Und dann dekoriere ich wirklich am liebsten mit dem, was ich habe. Und dann war ich draußen im Garten und habe ein bisschen Grünzeug geholt. Und die kleinen Zapfen und Buchs und. Auch solche gedrehten Sachen. Alles, was man so findet, kann man ganz gerne nehmen. Und dann klebe ich die Zapfen auf. Im Hintergrund die großen, im Vordergrund eine kleine. Die kann man auch antraben, wenn man möchte. Und dazwischen mache ich dann die Hagebutten. Und dann schiebe ich auch ganz gerne mal so ein Gras, so eine Dolde hinein, Köpfchen. Geht ja super in dem Kranz mit hinein. Ein bisschen was Grünes. Ein bisschen versteckter. So, dann habe ich auch noch ein bisschen Lavendel. Lavendel geht zu jeder Jahreszeit und es sieht immer toll aus. Und dann mache ich mir hier vorne so ein kleines Potpourri. Wie so ein kleiner Strauß. Weil es ja der Hingucker ist. Jetzt könnte man auch cremefarbene Perlen nehmen oder so. Das sieht ja auch ganz toll aus. Und noch ein bisschen Trockenblumen hier. Die hebe ich mir immer auf, wenn ich einen Strauß bekomme. Dazu. Dann könnte man sich überlegen, macht man das jetzt mit Rot noch oder lässt man es so? Das liegt dann bei euch. Auch gern mal nur, also schon so drei Stück zusammen, nicht nur ein Köpfchen. Aber wie gesagt, auch mit Perlen sieht das ganz, ganz toll aus. Und dann gestaltet man sich den fertig, so wie man braucht. Und dann überlegt man sich ja auch, und als Tischdeko ist es ganz toll, feine mit Perlen kann man es sogar für eine Hochzeit nehmen und. Und die Hagebutten gibt es ja auch künstlich, wenn man sie so nicht bekommt. Und vor allen Dingen, dann kann man sie das ganze Jahr verwenden. Denn künstlich muss man nicht warten, bis sie draußen aus den Rosen entstanden sind. So, jetzt noch ein klein bisschen Grün dazu mit dem Buchs. Auch den verwende ich das ganze Jahr, der ist ja immer schön grün. Und den mache ich nur bei die Hagebutten und dann ist es auch fertig und wir gucken uns das Endergebnis an. Wenn du dich fragst, auch was ich da arbeite, das ist Backpapier. Ich liebe das sehr, der haftet nichts an, kann ich immer wieder verwenden und ich schütze die Oberfläche, an der ich gerade arbeite. So, wie gesagt, ich habe das wirklich nur ungleichmäßig gemacht. Die Perlen werden dann einfach hochgeholt, damit unten keine sind. Kann man auch ein bisschen mit dem Kleber fixieren und dann kommt es drüber hin. Ich finde es goldig. So, und dann habe ich kleine Zapfen. Ja, ist doof, jetzt so ein Arm im Bild. Mini kleine Zapfen. Die klebe ich noch dazu. Dann kann man vielleicht noch einen Stern dazu kleben. Und ein Blümchen, die habe ich mir auch geholt. Und zwar waren die von einem Strauß, den ich von meiner
ganz lieben, lieben Tochter bekommen habe. Die habe ich getrocknet, die kann man dazu kleben. Dann kann man noch ein bisschen Glitzer drüber hin machen. Aber wieder meine Ermahnung, Restglitzer, was daneben geht, in den Restmüll machen. Am besten Papier unten drunter in Papier einwickeln und Restmüll niemals mit Wasser in Verbindung bringen. Also Glitzer und Wasser ist das Schlimmste für die Umwelt, was man machen kann, und man braucht es auch nicht. Das denke ich immer so, da kauft man sich ein Peeling und da sind Kunststoffteile drin. Kunststoffteile, die dann bei uns ins Trinkwasser kommen und in die Nahrungskette und ins Meer und was nicht. Wenn ihr wirklich ein super Peeling machen möchtet, geht doch mal bei mir in die Häkelschule und Häkelideen. Da habe ich Peeling-Handschuhe gehäkelt. Die halten jahrelang, die kann man bei 60 Grad waschen, die kann man mitnehmen, die sehen cool aus. Da kann man seine Lieblingsseife oder festes Duschgel innen reintun und dann ribbeln, wenn es innen drin ist, und es aufschäumt, geht ganz toll und es ist super für die Umwelt, nur mal so gesagt. Auch ein tolles Waschmittel habe ich drin. Da macht er 5 Liter für 70 Cent, geht total easy und du kannst auch deinen Lieblingsduft mit reinmachen. Nur mal so nebenbei. Also, oh, Wasser ist kostbar, es ist das Kostbarste dieser Welt und da bin ich immer, ja, schützen, schützen, schützen. Gut, dann kann man es jetzt ausdekorieren damit und was man sonst noch mag. So, ich zeige euch nochmal einen Trick. Das ist jetzt einfach nur noch ein Stück vom Efeu. Dazu nehme ich Schleierkraut, ein bisschen was Grünes, das ist von der Konifere draußen, nochmal was Trockenes. Jetzt suche ich gerade noch. Ja, ich hatte noch Lavendel. Lavendel geht zu jeder Jahreszeit. Es duftet immer, so ist immer irgendeine schöne Farbe und dann kann man das dazu nehmen. Und wenn man möchte, noch Buchs. So. Auf jeden Fall auch einfach hier so ein paar Äste und das zusammentragen. Wie so ein kleiner Strauß. Man kann es einzeln reinkleben oder so. Das mache ich auch. Das passt dazu. So, dann hat man so ein kleines süßes Sträußchen und das kann man noch darunter kleben. Unter den Kranz. So. Und jetzt noch einen kleinen Zapfen. So. Und dann kann man noch so ein Blümchen dazugeben, wenn man möchte. Wie gesagt, ich verwende immer alles gern und ich trockne jeden Strauß, den ich bekomme. Und das meiste lässt sich irgendwie noch verwenden und anbringen. So, und dann ist eines von vielen fertig. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen, du konntest es gut umsetzen, hattest Spaß bei mir. Alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin. So, es heißt ja nicht immer, also nur weil es klein ist, ist weniger Arbeit und geht viel flotter. Große Grenzen kriege ich schneller hin als die kleinen, nur mal so. So, was habe ich hier hingelegt? Das sind getrocknete Hagebutten, man kann aber auch rote Perlen nehmen. Noch ein bisschen Lavendel, ein paar Trockenblümchen aus dem letzten Strauß. Buchecker, Hülle, kleine Zapfen, das kann man alles verwenden. Und das klebe ich jetzt einfach regelmäßig in den Kranz hinein. Ganz vorsichtig. Bisschen Kleber. Ich habe mich schon hier geärgert, stand dabei bei den Klebepistolen, Patronen, bei den Sticks transparent und das sind sie weiß. Jetzt habe ich bloß keine andere zu Hause, also muss ich ganz wenig nehmen. Sonst fällt das zu sehr auf.
So, und da klebe ich dann so 3-4 Stück rundherum. Dann noch die Hagebutten. Und dann habe ich so meine Grundlage und dann seht ihr also klein und fein. Dann kann man das immer so schön in den Kranz reinstecken. Und das mache ich jetzt erst und dann zeige ich euch das Endergebnis. Vielleicht noch ein bisschen näher. Ja. Das Kränzchen liegt, Moos ist drin und dann habe ich mir Materialien gesucht, das ich schon zu Hause hatte. Sterne, eine Kugel, eine schöne kleine, die ist aus Kunststoff. Können auch die Kinder ganz gut dabei. Nochmal eine Perle dazu oder zwei, drei. Man nimmt ja immer so eine ungerade Zahl. Einen kleinen Hirsch. Ich überlege nur gerade, nehme ich einen weißen? Nee, ich nehme den naturfarbenen. Gibt es nämlich auch ein weißes, das ist Streudeko. Und dann verteile ich noch die kleinen Sterne. Drei Stück machen sich immer ganz gut. Und schön ankleben, damit man mehr davon hat, dass man die nicht regelrecht suchen muss. Hier muss ich noch ein bisschen nachkleben, aneinander kleben. Und dann kommt noch ein ganz klein wenig von den Koniferen dazu in die Zwischenräume. Ganz minimäßig was. Dass noch ein bisschen Grün dazu kommt. Aber ich will ja auch, dass man den Kranz richtig gut sieht. Ne? Und die Perlen. Und dann ist er auch schon wieder gleich fertig. Ich habe jetzt noch eine kleine Schleife dazu gemacht. Und ja, es ist Silbergold. Ich finde das auch mal ganz toll. Und jetzt soll es noch ein bisschen angehaucht werden wie Eis und Schnee. Und dann nehme ich einfach ein bisschen Haarspray. Das packt das Ganze auch farblich noch ein bisschen auf. Und dann Babypuder, Kartoffelmehl, Reismehl, das geht alles. Und mach so ein bisschen drüber hin. Wenn es euch zu viel ist, wenn ihr gesagt, oh nee, jetzt habe ich zu viel drauf gemacht, jetzt ein bisschen mehr Haarspray noch nachher drauf und dann verflüchtigt sich das wieder ein bisschen. Und dann ist es fertig. Kleiner Tipp, gibt es ein extra Video. 10 Ideen, wie man Eis und Schnee auf Zapfen, Äste, Rinde, Holz bekommt für Deko und tolle Sachen. So, dann stellen wir es hier hin. Denn dann hat man da wirklich so eine feine kleine Deko fertig. Der Kranz liegt. Den habe ich ein bisschen fixiert mit dem Kleber. Kann man auch mit Draht machen. Dann habe ich hier Mini-Zapfen, Stück Rinde und Trockenblumen. Oder einfach was aus dem Garten, wie hier der Lavendel. Der geht zu jeder Jahreszeit. Noch ein bisschen was Grünes dazu, eine Konifere unten drunter. Und dann machen wir so ein kleines Sträußchen. Und dann habe ich eine getrocknete Blüte, eine nur. Die setze ich mir dazu. Dann umwickel ich das mit einem kleinen Draht. Schneide es mir unten noch mal ein bisschen gerade. Und dann setze ich das vorne als Hingucker hin. Das kann man in den Kranz reinschieben oder oben drauf kleben. Wie man das am liebsten möchte. Und da braucht man gar nicht viel. Und wenn man jetzt eine große Form hat, dann macht man mehrere von diesen Sträußchen und klebt sie dazu. Dann habe ich hier so einen kleinen Hirsch. Das ist eine Streudeko aus Holz. Und die mache ich dazu. So, und dann habe ich hier noch ein Stück Rinde. Das kommt auch noch dazu. Das ist mini klein. Man verwendet dann halt größeres. So, und dann noch kleine Zapfen oder größere. Drei Stück, das reicht schon. Und die setze ich mir noch dazu. Und dann ist es so klein und fein und vor allen Dingen auch
denke ich, neutral für jede Jahreszeit. Noch ein bisschen Moos kommt da gerade weg. Und dann gehen wir näher dran. Ups. So, und wenn man das winterlich machen möchte, dann kann man vielleicht einfach ein, zwei Kugeln noch dazulegen. Und schon, ich finde, eine reicht schon, und schon ist es weihnachtlich. Wie du das möchtest, so ist es dann richtig. Und dann sage ich, toll, dass du da warst. So, nochmal hier hin. Und gucken wir nochmal. Ihr seht, es ist noch viel mehr entstanden. Aber jetzt sage ich erstmal tschüss. Bis wieder mal eure, deine Kerstin. So, das Kränzchen liegt. Hier habe ich jetzt Gräser, Koniferen, was so zu Hause war. An Grünem habe ich genommen. Nochmal einen Ast vom Lavendel. Kann auch noch einen zweiten dazu nehmen. Und das brate ich mir zu so einem kleinen Sträußchen zusammen. Das ist sozusagen mein Mittelpunkt vorne. Noch ordentlich abgeschnitten, dann kann man es in den Kranz hinein wickeln, braten oder kleben. Das muss ich mal einen Moment Zeit lassen, damit es auch hält. So, und ich finde immer den Anfang nicht so schön, deswegen habe ich mir hier mal einen Stern genommen, dann klebe ich da drauf. Und hier habe ich noch mal einen grünen und einen cremefarbenen ineinander gesteckt. So ganz locker. Und die kommen auch noch dazu. So auf einer Seite. Und dann habe ich kleine Weihnachtskugeln. Silber. Mag ich sehr. Und auch mal so ein Petrol. Kann man machen mit zwei. Ja, machen wir mal zwei. Eine reicht dann auch manchmal. Und dann hat man auch ganz schnell noch sowas fertig. Man kann auch ein Schmuckbändchen dazu machen, wenn man meint, es reicht doch nicht. Soll noch ein bisschen pompöser werden. Aber ansonsten ist es fertig. Das Kränzchen liegt. Ich habe es ein bisschen fixiert, damit es nicht hin und her rutscht. Dann habe ich einen kleinen Wickeldraht, ein Gras, dolde ein bisschen Lavendel und noch ein bisschen Eukalyptus. Und das wickele ich mir mal ganz schnell zusammen mit dem kleinen Draht. Das kommt dann vorne hin. Auch eine Strohblume habe ich. Du kannst auch jede andere Blume nehmen. Auch was Künstliches. Ich sage immer, das, was zu Hause ist, kann man umwandeln und dann nehmen. Man muss nicht immer kaufen. Ich habe Glück, ich habe so einen Garten. Oh, Lavendel, der Eukalyptus riecht wieder so lecker. Und den habe ich gerade erst reingeholt. Du kannst ihn aber auch getrocknet nehmen. Dann habe ich hier eine Strohblume. Die klebe ich aber verkehrt rum drauf, weil es mir einfach so besser gefällt. Und in die Mitte kommt dann noch, nachdem ich den Stiel noch ein bisschen abgeschnitten habe, eine Perle. So. Und dann habe ich sie umfunktioniert. Ich finde, das sieht viel edler aus. Aber ist ja Geschmackssache. Dann habe ich hier kleine Zapfen. Man kann wieder kleine Perlen umwandeln. Oder kleine Holzteile von der Streudeko zum Beispiel. Und dann kommen so drei Zapfen drauf. Da muss man einen Moment warten, bis es fest ist. Dann habe ich hier nochmal so ein bisschen Lavendel.
Den nehme ich wirklich zu jeder Jahreszeit. Komischerweise hat er jetzt wieder ausgeschlagen. Und dann nehme ich so den kleinen. Und das heißt ja, je mehr man, also sich den Lavendel doch mal zurückschneidet und verwendet, desto üppiger blüht er dann im nächsten Jahr. So, und mehr möchte ich jetzt eigentlich gar nicht machen, obwohl so ein kleiner Hirsch noch. Nee, ne? Nee, ich lasse es. Und dann gucken wir mal genauer. Mit den Zapfen, dem bisschen Lavendel und dem kleinen vorne. Und dann ist das Ton in Ton. Und dann schieben wir es mal rüber. Für jede Jahreszeit kann man die machen. Und dann sage ich, toll, schön, dass du, dass ihr da wart. So, und dann bekommt die kleine Wurm ihren kleinen Kranz. Und die nächste auch. Und dann sind es so kleine feine Hingucker. Wie gesagt, die könnt ihr auch in ganz groß machen mit Tortenformen, Obstbodenformen oder sonstiges. Und dann wird nur ein bisschen ausdekoriert. Ich habe hier Lavendel. Ich finde, das hat immer eine tolle Farbe. Ob im Winter, im Sommer, das kann man immer nehmen. Ist hier noch dazu Zapfen, noch dazu Perlen, noch dazu oder vielleicht mal so kleine Streudeko Hirsche. Noch mal was Grünes, eventuell von der Konifere. Und dann setzt man sich das übereinander oder drahtet man sich's zusammen. Und gerade bei den Kleinen finde ich es immer bloß nicht zu viel. Die sollen ja für sich wirken, aber ein bisschen was schon. Ich habe jetzt extra mal ein neues Stativ gekauft, das wirklich hautnah fast dabei ist, gerade bei den kleinen Sachen. So, und das habe ich jetzt zusammengedrahtet. Und das klebe ich mir vorne hin. So, noch so ein Zapfen dazu. Und dann ist es wirklich mal Ton in Ton. Ganz klein und fein. Und dann kann man so einen Hirsch noch dazu machen, muss man aber nicht. Für den Sommer gibt es auch ganz tolle kleine mit Schmetterling. Machen wir die jetzt mal. Und da jetzt noch ein bisschen Schleierkraut oder so dabei, was ganz, ganz Feines, Kleines. Das peppt das Ganze dann auch auf. Der Kranz ist jetzt drauf. Und bei den kleinen Sachen mache ich am liebsten so ein kleiner Hingucker am Anfang, anstatt rundherum irgendwas. Und dann nehme ich ganz gerne, wer öfters bei mir ist, Lavendel. Lavendel putzt das Ganze und geht immer das ganze Jahr zum Nehmen. Du kannst auch jede andere Trockenblume nehmen. Alles, was man so hat, nimmt man, sage ich immer. Noch ein bisschen Schleierkraut oder eine andere Trockenblume immer aufheben, wenn man doch mal einen Strauß geschenkt kriegt. Und dann ist es ja schon wirklich richtig süß. Finde ich auf jeden Fall von den Farben dazu. Dann ein bisschen Konifere, was immer grün ist. Und dann hat man schon mal so eine ganz tolle Grundlage. Auch gern immer mal so ein Ast. Richtig knorrige Äste sind immer schön und noch mit reinbringen. Der andere war jetzt eigentlich noch schöner, nehme ich den. Sowas, ne, finde ich ganz toll. Immer mit rein. Gibt Leben. So Abschnitte noch schön dazu und vielleicht jetzt dann noch mal im Hintergrund ein bisschen was von der Kombinfähre oder auch vorne drauf,
muss man gucken, wie es einem am besten gefällt. Und dann hat man einfach so ein Mini-Sträußchen und drahtet sich das zusammen. Genau, da habe ich den Draht schon hingelegt. Dass das wirklich gut hält. Manchmal trocknet es noch ein bisschen ein. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Unten gerade schneiden. Ihr lasst euch ein bisschen mehr Zeit als ich, dann wird es vielleicht immer noch ein bisschen ordentlicher. Aber wenn ich filme, soll es immer schnell gehen, damit es nicht so lange dauert. Oh, es duftet. Der Lavendel, die Konifere. Das ist immer was Feines. So, und dann klebe ich mir das einfach vorne drauf. Und den Anfang finde ich immer so unschön. Und da passt dann, ich habe gerade Zapfen getrocknet. Tue ich ein Glas, schüttel die immer mal. Mehr tue ich in den Körbchen. Und dann habe ich auch ganz gern mal so halbe Zapfen, wenn ihr das seht. Weil da kommt dann noch eine Perle rein. Oder mehrere kleine. So, und dann hat man gleich wieder was Besonderes. Und dann klebe ich mir das da drauf. Dann sieht man den Anfang nicht so. Aber schön. Moment warten. So, und dann kann man im hinteren Bereich nochmal einen Mini-Zapfen aufkleben, ein paar Blümchen, wenn man hat, auch mal was Neutrales. Man muss ja nicht immer nur für eine bestimmte Jahreszeit haben. Hier habe ich noch einen kleinen Schmetterling in Holz. Der kommt noch dazu. Im Hintergrund nochmal hier und da ein Ästchen Lavendel. Und das ist es dann aber auch schon. Bloß nicht zu viel. Und den Charme also von dem Kränzchen auch lassen. Da gibt es verschiedenste Videos bei mir im Kanal, dass man da einfach nacharbeiten kann. Nochmal einen Zapfen, so einen ganz kleinen dazu. Und schon ist es fertig. Wie gesagt, solche Äste, solche kleinen Abschnitte auf gar keinen Fall wegwerfen, immer aufheben, in eine besondere Schachtel rein. Ich klebe den jetzt auch noch quer dazu, mir gefällt das gut. So, muss fixiert werden, dass es hält. Ich ärgere mich über die Heißklebe, es hieß transparent, jetzt ist er doch weiß. Da muss ich dann noch vorsichtiger sein. So, aber dann ist es fertig. Ihr habt gesehen, wie schnell geht das. So was Kleines, Feines. Und dann sage ich, toll, schön, dass ihr da wart. Das Backpapier auf die Seite. Wie gesagt, da arbeite ich am liebsten drauf. Der hängt nicht an. Dann gucken wir nochmal. Und dann sage ich, tschüss. Lass es dir gut ergehen. Schön gesund bleiben oder gesund werden. Eure, deine Kerstin. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei mir in meiner Upcycling-Naturwerkstatt. Alles hier ist Upcycling oder wir nehmen einfach noch ein bisschen Deko, was wir zu Hause haben. Vieles aus der Natur, simpel gemacht, einfach gemacht. Auch die Kerzenständer, einfach nur, lass ich mal überraschen, hast du bestimmt zu Hause, kannst du einfach machen. Und das für eine große Tafel oder nur für ein kleines Geschenk. Meine Ideen für euch fürs ganze Jahr, ihr Lieben. So, ein bisschen Schleierkraut ist jetzt drauf. Und dann reicht's auch. Dann hoffe ich sehr, es hat gefallen. Du konntest es gut umsetzen. Hast Spaß bei mir gehabt. Noch viel, viel mehr auf meiner Startseite von kreativ-reich die Kekerplauderei. Ich sag jetzt tschüss, alles Liebe und bis wieder mal. Eure, deine Kerstin.